Meine Damen und Herren, seit 800 Jahren träumen die Dichter davon, dass sie eines Tages eine verschollene Handschrift des frühen Mittelalters fänden. Darin lesen sie eine ebenso wahre wie unerhörte Begebenheit, ja, die verborgene Geschichte unseres Daseins. Der Finder brächte den Roman unter die Leute und allen werde geholfen. Seitdem freilich Philologen die erhaltenen Handschriften des frühen Mittelalters herausgeben, seit 400 Jahren, glauben die Poeten nicht mehr, dass ihre imaginären Funde die faktische Geschichte verändern. Doch inzwischen, seit 200 Jahren, kam der Traum von der verlorenen Handschrift herunter zu den Historikern. Sie wären glücklich, wenn sie ein Pergament entdeckten, dass die strittige Deutung eines Diktums oder Datums entschiede. Davon träumte auch Max Binder, seit 1934 Konstanzer Stadtarchivar. Im Sommer 1936 fiel ihm auf, dass der Stadtrat von Konstanz um 1600 seine Akten in Pergament hatte einbinden lassen, auf dem altertümliche Schriftzeichen standen. Das hatte bisher niemanden stutzig gemacht. Der Archivar aber wusste von den Funden in der Konstanzer Dombibliothek, die seit 1912 Aufsehen erregten. In Einbänden aus dem 15. Jahrhundert waren Überbleibsel eines Buchs zum Vorschein gekommen, das vermutlich der Reichenauer Klosterbücherei gehört, und eine altlateinische Bibelübersetzung aus dem 5. Jahrhundert enthalten hatte. Auch in der Karlsruher Landesbibliothek war 1914 zutage getreten, dass Reichenauer Buchbinder im 15. Jahrhundert vermeintlichen Abfall zerschnitten hatten, darunter ein langobardisches Gesetzbuch aus dem 7. Jahrhundert. Vielleicht versteckten sich am Bodensee noch mehr solche Kostbarkeiten. Binder löste die alten Blätter und Streifen von den Ratsakten ab. Und da er sich auf antike und moderne Schriften besser verstand als auf mittelalterliche, legte er sie einem Fachmann vor, dem Rechtshistoriker Franz Bayerle, der an der Universität Leipzig lehrte und seine Heimatstadt Konstanz öfter besuchte. Bayerle war sofort Feuer und Flamme. Er sah, dass einige Blätter seltene juristische und historische Texte aus dem 13. Jahrhundert präsentierten und ließ sich die merkwürdigsten im Oktober 1936 nach Leipzig aus. Von dort schrieb der Mittelalterhistoriker Hermann Heimpel im Januar 1937, nach Bayerles Mitteilung habe Binder auch naturkundliche Texte ersten Ranges ans Licht gezogen, darunter die älteste Handschrift eines astronomischen Werkes von Hermann dem Lahmen, dem berühmtesten Reichenauer Mönch des 11. Jahrhunderts. Vielleicht sei es sogar ein Rest von Hermanns verschollener Quelle.